Tja, wollen wir nicht alle den Durchblick haben? Nun, heute gibt es eine Karte mit Durchblick und eine besondere Konstruktion. Also ich finde schon, dass es eine 3D-Karte ist. Benutzen werde ich Produkte von Studio Light, die man im Online-Store von scrapheart.nl käuflich erwerben kann. Und das ist mein Grundkartenmodell. Es handelt sich übrigens um das Papierset Wild and Free. Das Grundkartenmodell ist in der Breite 5 Inch und in der Höhe 6 7/8 Inch. Ich zeige euch jetzt das Papier, was ich verwende, und zwar dieses Blumenmotiv auf der rechten Seite. Ich habe noch einmal so ein Papier gefaltet, genauso in den Größen, und dann passend eine Lage gelben Cardstock. Den werde ich jetzt darauf befestigen. In der Zwischenzeit habe ich das blaue Papier auf das eine Grundkartenmodell aufgeklebt. Übrigens, gefalzt ist das an den Seiten jeweils immer bei einem halben Inch. Diese wunderschönen Blätter stammen aus dem Stempelset. Das ist Wildflowers, auch von Studio Light. Und ich mag ja gerade Blätter und solche, auch die man für herbstliche Motive sehr gut auch benutzen kann. Aber hier passt es auch zu diesen sommerlichen oder frühlingshaften Motiven. Und ich versuche drumherum, um diese Ausstanzung, die aus diesem Papierset auch stammt, einfach jetzt noch selber was zu unterlegen, eine Lage mehr sozusagen zu erzeugen. Und ich nehme jetzt verschiedene Stempel aus diesem Wildblumen-Set, Wildflower, glaube ich, heißt das. Versafine ist das, und ich habe mich für einen Grünton entschieden. Ich meinte, das harmoniert ganz gut mit dem Grünton auch auf der Ranke. Und ich lege es immer mal wieder drauf, um zu kontrollieren, dass das wirklich gut harmoniert. Kleine optische Täuschung gefällig. Sieht das nicht so aus, als ob das alles zusammengehört? Ja, wenn man da so einigermaßen präzise arbeitet und immer mal so wieder anlegt und guckt, dann kann man sich einen schönen Kranz darunter vom Blattwerk und Blumen kann man sich dann so kreieren. Und was hatte ich zu eingangs gesagt, oder was habe ich eingangs gesagt? Eine Karte mit Durchblick? Ja, das kommt jetzt gleich noch, das werde ich euch zeigen. Denn wie erzeugen wir denn jetzt den Durchblick? Ja, ganz einfach. Ich habe mir jetzt Kreisstanzen herausgesucht und ich habe jetzt zwei verschiedene Größen genommen. Ich muss erstmal testen, was ich als Innenlayout nehme. Und das wird diese kleinere sein, weil die andere, die ist zu groß. Ich habe das gerade eben ausprobiert. Das funktioniert nicht. Aber die brauche ich gleich trotzdem. Und das werde ich auch gleich zeigen. Meine Idee ist jetzt einfach, das jetzt erstmal auszustanzen. Ich habe das mit Absicht auch das gelbe Papier schon draufgeklebt auf mein Grundkartenmodell. Übrigens, dieses gelbe Papier ist jetzt aus meinem Repertoire, was ich verwendet habe. Und diese Stanzen halt, die werde ich so benutzen, beziehungsweise habe ich hier schon benutzt. Ihr seht das ja, dass man die aneinander so legt und dass man dann diese Ränder auch, diese Rahmen, diese runden Rahmen ausstanzen kann. Ich weiß nicht, ob es solche Stanzen gibt, wo man nur so Rahmen im Grunde genommen gestalten kann. Falls ihr da mal einen Tipp habt, dann bitte gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ja, und dann möchte ich das, also mindestens zwei Lagen will ich übereinander kleben, und dann kommt jetzt mein Blumenrankenmotiv dann darüber und dann gibt das wieder ein bisschen Dimension. Und das sieht auch dann viel, viel besser aus, als wenn man es platt einfach draufkleben würde. Selbstverständlich könnte ich jetzt auch irgendwelche Schaumpads nehmen, wollte ich aber nicht. Und diese ganzen Sachen, die kann man auch noch verwenden. Auch wenn jetzt was von dem Stiel von einer Pflanze noch da an der Kante ist, ach, das macht nichts. Da kann man irgendwas drüber kleben oder drüber stempeln, dann merkt man davon nichts. Ja, hier habe ich jetzt beide Motive übereinander gelegt und ich nehme jetzt einen Bleistift und zeichne jetzt mit dem Bleistift eine ganz dünne Linie praktisch um den Kreis herum. Und jetzt habe ich angezeichnet, wo das Motiv hingeklebt werden kann, was man dann sieht, wenn man durch die obere Lage durchsieht. Da ich jetzt kein Foto nehmen möchte, sondern hier aus diesem Papier, was man ohne Stanzen eigentlich sehr gut benutzen kann, nehme ich mir jetzt einfach mal dieses Mädchen mit diesem zauberhaften Hund heraus. Und guck mal, ob das gut passt. Ich glaube, das wird passen, wenn ich das jetzt hier hinkleben würde.
nehmen wir mal an. Dann kann man das einerseits hier platzieren. Zwei hatte ich übereinander geklebt. Die hier. Vielleicht nehme ich noch einen dritten, mal schauen. Und wenn wir das nämlich jetzt hier noch platzieren, so, dann ist sie wirklich gut eingerahmt. So. Ich habe es an den Rändern ein klein wenig geinkt, weil ich liebe das ein bisschen Vintage-mäßig. Und wer das möchte, kann das natürlich auch noch mal haben machen, indem man da noch was drunter klebt. Und ja, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Um nicht zu sehr abzulenken vom eigentlichen Motiv, nehme ich jetzt Twilight und stempel das hier hin. Ja, das ist einfach nur hier so eine kleine Tasche und da bewahre ich mir manchmal so Kleinigkeiten auf, die ich mal ausgestanzt habe und die kann man immer ganz gut nehmen. Die kann man jetzt miteinander verkleben, wenn man keine Schaumstoffpads nehmen will, Abstandhalter. Und da kann man auch einfach Scraps nehmen und die einfach zusammenkleben. So. Und das erhöht dann so ein bisschen die ganze Geschichte. Jetzt habe ich drei übereinander. Vier gefallen mir besser. Hier ist das jetzt verklebt und hier werde ich es auch noch verkleben. Das heißt, hier kommt die Klebe hin und dann wird das zusammengefügt. Mit Flüssigkleber habe ich an dieser Stelle jetzt Kleber aufgegeben und nun klebe ich die Laschen hier zusammen. Und das geht ganz einfach. Man dreht das dann um. Und legt es einfach aufeinander. So sieht das dann aus. So. Und wenn man das jetzt hinstellt, das ist so eine Aufstellerkarte, dann haben wir das wunderschöne Mädel mit dem kleinen Hund und die Blumen. Richtig toll. Ja, und wer sich jetzt fragt, wie man das dann verschickt, ganz einfach. Man schiebt so zur Seite und dann kann man das bequem in einen Umschlag reingeben. Ihr erinnert euch bestimmt, dass ich noch dieses Stück von dem blauen Papier, was ich hier drin hatte oder habe, dass ich das überbehalten habe. Und damit kann man jetzt auch noch was Tolles machen. Das möchte ich auch geben, schnell präsentieren. Das kann derweil etwas trocknen. Der Kleber muss nämlich anziehen. Und dann haben wir das wirklich gerade, ja, legen wir das hier an, falten das bei, Moment, ich muss noch mal gucken, ein Viertel ist es, ne? Ja, weil hier ist ein Halb, da ist ein Viertel Inch. So. Und ihr könnt es euch schon vorstellen, was das werden soll. Eine Pocket. Da ich jetzt dieses Reststück auch noch gerne verwenden möchte, schließlich passt das Papier ja zusammen. Und wir wollen ja auch nach Möglichkeit alles verwenden, ohne irgendwas wegzuschmeißen. Dann kann man solche kleinen Stückchen sehr gut nehmen.
So, ich habe jetzt noch eine kleine Vorbereitung zu treffen. Und zwar hier muss man einschneiden und da. Alte Hasen, die tausendmal sowas schon gebastelt haben, die wissen das. Weil so lässt sich jetzt viel besser falzen. So, hier haben wir die Pocket. Ich kontrolliere jetzt gerade noch mal, mir erscheint es so, als wäre sie durch das Falzen hier ein klein Idee länger. Das kann aber auch täuschen. Notfalls kann ich es jetzt noch nachschneiden. Meine Idee ist nämlich, das jetzt hier zu befestigen. Ja, ich glaube schon, dass das etwas länger ist. Das macht nichts. Und ich habe ja auch noch ein Stück von meinem gelben Papier übrig. Und das können wir hier oben noch befestigen. So, da haben wir jetzt eine schöne Kante. Und jetzt kann ich das, muss man nur gucken, dass wir es richtig rum machen, nicht, dass es auf dem Kopf steht. Und ich würde das gerne jetzt hier aufbringen. Und auch diese Stellen schneide ich noch ein bisschen ein, damit das nicht vorsteht. Besser finde ich das und könnte das jetzt hier auch festkleben. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich hatte nämlich gerade überlegt, hier nochmal ein Designerpapier zu nehmen. Aber das nehmen wir dann vielleicht nachher für den Tag. Da sieht man, dass ich nicht ordentlich gerade gefalzt habe, aber es ist nicht schlimm. Hauptsache, das, was drauf klebt, ist dann gerade. Das hoffe ich jetzt mal. So. Das drücken wir mal ein bisschen runter. So. Weil auf die Weise ist es nämlich viel einfacher, das hier jetzt anzudrücken. Ja, und jetzt haben wir hier eine Tasche und da können wir uns jetzt noch einen Tag basteln und passen zu dem, was man da jetzt machen möchte. Wie gesagt, das kann man sehr persönlich jetzt gestalten. Zum Beispiel herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Hund oder ja, willkommen im Leben oder sowas, ne? Da gibt es sicherlich schöne Stempel. Ihr habt da bestimmt was zu Hause. Ich muss gucken, was ich jetzt hier habe. Und ich werde das dann mal benutzen. Und wer jetzt keine Tag-Stanze hat, der hat vielleicht einen Stanzer. Und da kann ich auch mal ganz schnell was zeigen. Und zwar gibt es nämlich zum Beispiel so einen Stanzer. Und dann geht man einmal so in die Ecke. Einmal so, dann haben wir schon die Grundform eines Tags. Und wenn man die Ecken unten noch schön haben will, dann nimmt man dieses hier, das B, einmal so rum. Und jetzt muss man das Papier einmal drehen und andersrum hineinfügen, damit die Ecken gleich sind. Also nur gespiegelt im Grunde genommen. Weil sonst ist eins lang und eins hoch. Muss man einfach wissen. So, jetzt schaut mal. Das passt doch hervorragend hier rein. Ich schiebe es noch nicht bis ganz unten hin. Ich weiß, dass ich es weiter schieben kann, aber so, mein Problem ist jetzt, ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich mir das hier festklebe. Ich lege das jetzt auch erstmal weg, weil nichts ist schlimmer, als wenn man sich da einen Tag festgeklemmt hat, ne? So. Ja, solche Elemente nehme ich auch unheimlich gerne. Gewonnen habe ich die jetzt durch ein Papier, war auch mal auf der Jelly Plate und ich habe jetzt einfach mit dieser Stanze das jetzt ausgeschnitten und das sieht richtig klasse aus. Das sind alles so kleine Hingucker und das ist nicht
an jeder Stelle gleich blau, sondern dadurch, dass das hier auch ein unterschiedliches Muster ist, sieht das immer wieder anders aus. Also dieses Ding hier liebe ich mittlerweile. Das ist auch für Tags ganz gut geeignet. Eine schöne Stanze, wie ich meine. So, ja, jetzt haben wir aber auch noch eine sehr schöne Schablone. Und die werde ich mir mal holen. Also diese Wildblumen haben es mir echt angetan. Wildflowers, ich liebe die. Das ist wirklich eine super schöne Stanze. Stanze, sag ich schon, super schöne Schablone. Und ich nehme nicht wieder Farbe auf. Ich nehme einfach, was hier drauf ist. Gehe in die Mitte. Das gibt da nur so einen Hauch von nichts. Ich halte das jetzt wirklich nur mit den Fingern fest. So. Und hier habe ich noch Blau dran. Und wenn das sich verschiebt, überhaupt kein Problem. Wir können das auch mal drehen. Guckt mal, das muss auch nicht durchgängig benutzt werden. Das sieht auch so super schön aus. Nur mal hier, nur mal da und schon ist das fertig. Das war's. Und wenn wir jetzt das hier aufkleben und dann kommt hier noch ein Spruch drauf, dann ist das super schön. Ich stempel mal schnell diesen Spruch. Ich habe jetzt alles mehr oder weniger in Blau. Ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, das in Grün zu machen. Ich glaube, ich mache das mal in Grün, weil vorne grün ist. Und ich will die Farbe jetzt hinten auch noch mal aufnehmen. Und werde das jetzt einfach mal abstempeln. So. Ja, und das passt tatsächlich. Also da habe ich Gold richtig gelegen mit meiner Vermutung, dass das funktioniert. Ja, jetzt überlege ich, ich könnte das mit der Hand ausschneiden, aber ich habe auch eine passende Stanze. Ich muss nur mal gucken. Ich suche mal die Stanze und schaue mal, ob das mit den Abständen noch hinkommt. Ansonsten muss ich die Schere nehmen. So, ich habe jetzt das da drunter sozusagen. Kann das jetzt festkleben. Mach das mal eben schnell. Ich glaube, das klebe ich lieber in die Hand, damit ich das sehe, dass gut ausgerichtet ist. Ja. Und da muss man punktuell kleben und dann festkleben. Ich mache das mal und zeige gleich, wenn es fertig ist. Also ich habe jetzt hier so eine Aufstellerkarte, die jetzt fertig ist. So sieht sie aus. So kann man sie falten und in den Umschlag geben oder auch so. Das ist vollkommen egal. Und wenn man sie rausnimmt, dann hat man sie so. Ich kann sie jetzt umdrehen. Hier ist noch nicht ganz alles trocken, aber das ist dann mein Tag an diesem besonderen Tag. Und dann kann man beispielsweise Glückwunsch zum neuen Familienmitglied oder ja, Glückwunsch zum neuen Hund oder an diesem besonderen Tag als ja, ihr glücklich einen Hund aufgenommen habt und. Ich meine, da gibt es Varianten. Und es muss nicht der Hund sein, man kann das austauschen. Letztendlich ist man da ja frei, man kann ja auch ein anderes Bild nehmen. Also an diesem besonderen Tag ein Hochzeitsfoto oder so. Und dann hier auch dann zur besonderen, zum Hochzeitstag oder überhaupt zur Hochzeit. Kann man ja alles entsprechend anpassen. Hier kann man auch noch überall ein bisschen Glitter oder Glitzer und sowas aufbringen. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich jetzt erstmal das hier durchtrocknen lassen möchte. Aber ich glaube, man hat jetzt eine Vorstellung, wie das Ganze aussieht. So, ich habe jetzt noch ein paar Stickles aufgebracht.
Ich habe immer Schwierigkeiten, das im Bild einzufangen. Ich hoffe, man sieht es. Auf jeden Fall sind hier noch ein paar Glitzerpartikelchen und genauso ist das hier auch. Immer sehr, sehr schwer einzufangen, aber wenn man es in den Händen hält, sieht einfach toll aus. Ja, das war jetzt für mich wieder ein Riesenspaß, eine Durchblickkarte zu kreieren. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht, aber ich muss sagen, es hat immer, wenn man das überreicht, den Empfänger sehr überrascht und es ist immer ein Hingucker. Und auch allein dieser Tag, nur wenn man diesen Tag nimmt, finde ich, ist der schon richtig schön. Und da kommen einfach die besonderen Papiere gut zum Einsatz und natürlich auch diese wunderschöne Schablone. Wie gesagt, das sind Sachen von Studio Light. Es ist jetzt ein bisschen was auch gemixt von anderen Materialien. Aber das Papier, Stempel, Schablone erhalten habe ich die von scrapart.nl. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann wäre es toll, wenn ihr mir ein Abonnement hinterlassen würdet. Ein Däumchen hoch freut mich immer wieder und ein Kommentar noch umso mehr. Ganz liebe Grüße und bis bald.